Es ist ein ruhiger Abend auf der Limmerstraße und den Nebenstraßen im Vergleich zu den Sommermonaten. Kurz vor 10 Uhr, Samstagabend. Die Atmosphäre ausgelassen und friedlich. Im Moment. Ute van den Bosch wohnt seit knapp 25 Jahren in Linden, davon 10 Jahre auf der Limmerstraße. Sie weiß, die Stimmung kann jederzeit kippen. Wenn man sich beschwert hat und gesagt hat, hier Leute, ne, könnt ihr mal Rücksicht nehmen, wir müssen irgendwann mal schlafen, wir müssen morgen früh raus, was immer ihr machen müsst, morgen früh ausschlafen vermutlich, wir müssen morgen früh raus und wir würden gerne ein bisschen Nachtschlaf kriegen. So, und wenn man dann bedroht wird und als Spaßbremse beschimpft wird, ich meine, das war noch ein harmloses Wort, das ist nicht schön. Dabei wohnt die 56-jährige Lehrerin gerne in Linden. Sie weiß, dass der Stadtteil vor allem bei jungen Menschen beliebt ist und das sei auch kein Problem. Allerdings hat das Limmern, also das Feiern auf der Limmerstraße, Dimensionen angenommen, die für Ute van den Bosch nichts mehr mit Vergnügen zu tun haben. Ein bisschen ist das so, als würden wir in einem Freizeitpark leben, nur haben wir uns das nicht ausgesucht. Und die Leute kommen, feiern, hinterlassen ihren Dreck, sind laut und lärmen und wir können echt die ganze Nacht nicht schlafen. Das Doofe ist, dass das 7 Tage die Woche ist. Ich meine, Linden war schon immer ein lebendiges Stadtteil, das soll es auch bleiben, das hätten wir gerne weiterhin so. Aber wir halten das nicht aus, 7 Tage die Woche, das ist echt gesundheitsschädlich. Und neben der Ruhestörung und der Vermüllung ist es in den letzten Wochen immer wieder zu teilweise schweren Gewalttaten gekommen. Vor allem auf dem Küchengartenplatz am Anfang der Limmerstraße. Die Polizei zeigt Präsenz, rüstet nach eigenen Angaben aber nicht auf. Laut einer Kriminalstatistik der Polizeidirektion Hannover gibt es keinen Anstieg von schweren Straftaten auf dem Küchengartenplatz. Sie schreiben: Die Polizei Hannover nimmt jedes Delikt ernst und beurteilt den einzelnen Fall nicht nur anhand der Statistik. Mit den Verweisen auf die Statistik möchte ich jedoch dem momentan medial vermittelten Eindruck, wonach es auf dem Küchengarten immer gefährlicher wird, entgegenhalten. Gültürk betreibt seit 10 Jahren einen Kiosk mitten auf der Limmerstraße. Sie kennt zwar den Frust von vielen Lindenern. Aber wenn ich hier einziehe, dann weiß ich doch, dass hier eine Partymeilestraße ist. Warum ich selber wohne hier nicht? Warum nicht? Weil ich es weiß. Deswegen wohne ich ja auch in einer Ecke, wo ruhiger ist. Also dann ziehe ich doch hier nicht ein, oder nicht? Oder sehe ich das so falsch? Weiß ich nicht. Für Ute van den Bosch und andere Anwohner, die sie an diesem Abend zufällig trifft, kommt Wegziehen nicht in Frage. Im Rahmen der Bürgerinitiative Linden Nord wollen sie die Feiernden für das Problem sensibilisieren durch direkte Ansprache. Man sollte tatsächlich hier so ein Team zusammenstellen und sich mitten reinstellen in diese Gruppen und einfach vernünftig mal mit ihnen reden und sagen, pass auf, ne, das ist doch alles auch nicht richtig klasse und auch nicht richtig zivilisiert. Passt auch gar nicht zu unserer Lebenseinstellung. Also da habt ihr irgendwas falsch verstanden. Wir wohnen ja auch gerne hier, weil wir uns alle gut super verstehen und nutzen das ja eigentlich auch. Wir haben uns eigentlich auch ein lebendiges Multikulti-Stadtteil ausgesucht und nicht eine Saufbude. Auch wenn diese Anwohner gegen Verbote sind, eins ist klar, so kann die Party nicht weitergehen.